Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Die andere Abtrünnige. Stutz ihr die Flügel. Die Dämonen kommen. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Lev. Auf der Hut. Ah, ich bin der beste Kämpfer der Welt. Der beste Kämpfer der Welt. Der beste Kämpfer der Welt. Schlag doch mal zu, Mann! Genau, ausweichen, Oh, das war du! Das warst du! Pardon! Entschuldigung! Oh, scheiße! Ja, das ist interessant. Okay, ausweichen und zuschlagen, natürlich mit dem Kasten. Ja, und das ist, ja, der beste Kämpfer der Welt. Komm, mach doch was, hilf mir doch mal. Du stehst direkt daneben. Du stehst direkt daneben. Oh, ja. Boah, das kann aber was werden. Das ist genau die, meine Lieblingsszene des Spiels. Warum sind die eigentlich so stark? Warum sind die eigentlich so stark, verdammt? Warum sind die eigentlich so verdammt stark? Das sind Infizierte, die sind doch krank. Oh Mann, ey. Ah, jetzt hänge ich hier fest. Oh Mann. Mit meiner schlauen Art. Weil ich so ein guter Kämpfer bin. Und der steht da neben mir. Der steht neben mir. Mensch. Hinter dir. Junge, komm bald wieder nach Haus.
Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Oh, Junge, der beste Kämpfer der Welt. So. Ja, dann lauf. Dann lauf. Wir leben auf jeden Fall. Oh Gott, ich hasse diese Stelle. Ich hasse diese Stelle und es wird nicht besser. Es wird hier nicht besser. Im Gegenteil, das Schönste kommt noch. Das Schönste kommt noch, leider. Steh auf! Steh auf! Oh, Junge, steh doch auf, du blöde Kuh! Steh auf, du blöde Kuh! Dankeschön für die Hilfe. Jetzt steh auf! Mann! Du hast zwei Beine, du... Lev, hilf mir! Hilf mir! Mach was! Jetzt komm! Oh, wir haben eine Flasche. Ich Flasche, hab eine Flasche. Und da ist noch ein Steinchen. Okay, ein bisschen Hilfe haben wir hier. Gebäude sind hier. Oh nein, 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 oh nein. Ich hasse diese Szene. Direkt davon! Ist noch schlimmer als am Anfang. Lass mich durch! Lass mich durch! Jetzt geh! Mann, ey! Oh, Junge, dieser NPC ist manchmal, ne? Oh Mann, Taschenlampe hat mich nicht. Guck mal hier, ein Snack. Cool. Ein paar Snacks. Oh, mal durchatmen. Junge, Junge, Junge. Das Schlimmste kommt erst noch. Ich dachte, die kämen jetzt schon, aber die kommt erst noch. Und zwar jetzt. Oh, fuck it. Oh Gott, ich werde ein paar Mal sterben. Jetzt renn doch dahin, Mensch! Oh Gott, nee, du Alter. Du, ist das da etwa mein Rucksack? Boah, Alter. Habe ich eine Flasche? Ich hatte gerade noch eine Flasche. Ich hatte gerade noch eine Flasche. Ich hatte gerade noch eine Flasche. Ich möchte mein... Oh ja, Ohr abreißen. Jetzt mach was. Nutz die Chance. Alter. Warum helfen die mir nicht? Warum helfen die mir nicht? Ich hasse diese Stelle. Ich hasse diese Stelle. Oh, Alter. Mann, ey. Na bitte. Na bitte, geht doch. Oh, Gott. Gott. Ich bin nicht gestorben beim ersten Mal. Ich hab's geschafft. Ich bin nicht gestorben. Danke für die Hilfe, ne? Alles in Ordnung. Danke für eure Hilfe. Also für deine, da rechts. Du bist nicht verletzt. Mann, Mann, Mann. Oh Mann, ey. Wie lange habe ich... Ach, guck mal. Ja, komm. Nehmen wir sie mal mit. Das ist kein Gegenstand für uns. Das ist nur Müll, ne? Das ist nur Müll.
Oh, Junge, Junge. Ich brauche eine Reparatur. Aber wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Boah, vorher sind wir hier sicher. Was macht der Arm? Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich fasse das nicht an. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. So blöde Redewendung. Eine was? Ja, das kennen die natürlich nicht. Die lesen ja nicht, die... Ja. Oh, eine Werkbank. Echt seltsam, dass Gas jetzt aufs Gas losging. Seraphiten. Was habt ihr bloß gemacht? Ich hab mir den Kopf geschoren. Okay, dann sag's nicht. Ist das mir egal. Ich glaube, ein bisschen Schrott rum, finde ich ganz gut. Naja, Autowerkstatt halt, ne? Mittlerweile sollte hier nur noch Schrott rumliegen. Alles mitnehmen, alles angucken. Kleiner Snack. Abgeranztes Essen, abgeranzte Chips. Von über 20 Jahren, ob die noch schmecken. Ernsthaft, ob das Essen über 20 Jahre noch genießbar ist oder ob es einfach nur muffig schmeckt und einfach nur, ist die Frage, ne? Wie schmeckt das Essen nach über 20 Jahren? Ah, was haben wir denn da Schönes? Interessant. Do-it-yourself. Gewehrkugeln ganz leicht selber machen. Improvisierte Munition aus alltäglichen Haushaltsgegenständen. Was? Okay. Okay. Neuer Verbesserungszweig. Schusswaffen. Brandpatronen anfertigen. Aha. Jagdpistolenmunition anfertigen. Schnellziehbewegung. Mehr davon von der Jagdpistolenmunition anfertigen. Und bei Brandpatronen anfertigen. Oh, das könnte vielleicht ganz hilfreich sein. Wir brauchen auch mehr Pillen. Wir brauchen mehr Pillen. So. Eddie. Ich bete zu Gott, dass es dir gut geht. Der Waffenstillstand ist gescheitert. Wir haben den Befehl jetzt zur Neueinteilung, wieder nach Hause zu kommen. Ich habe 2 Suchtrupps nach dir ausgeschickt. Vergeblich. Bitte finde diese Nachricht und komm zu uns. Verdammtes Gas. Matt. Einer hat zermasselt, ne? So wie Isaac sagte. Könnte ich's bauen, ne? Nein. Hier fehlt mir noch ein bisschen Schrott. Ich bin komplett voll, ne? Ich kann nicht nachladen oder so. Ne, wir sind komplett voll. Na gut, na gut. Was passiert, wenn ich auf den Feuermelder drücke? Kommt da die Feuerwehr? Aber das ist, glaube ich, eher so ein Rauchabzug, ne? Das sieht mir eher so ein Rauchabzug aus. So, haben wir hier noch ein bisschen Schrott. Dann können wir vielleicht nochmal zur Werkbank gehen. Autoreifen und Mass. Wir sind ja nicht bei Fallout 4. Wir können nicht einfach alles verwerten. Um automatisch das Material rauszubekommen. Guck mal hier, liegt so viel Schrott rum. Hier liegt so viel Schrott rum. Damit könnten wir wunderbar ein bisschen
Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Boah, Alter, bin ich froh, dass wir das hingekriegt haben mit der alten. Oh Mann. Ist echt nicht meins. Was ist denn das hier? Ah. Generator. Gibt's sogar noch? Warum sind die nicht geplündert? Warum sind die nicht geplündert? Warum sind die noch hier? Die braucht man doch in der heutigen Zeit, oder? Oder der Ort, der wurde noch nicht entdeckt. Wobei, wir haben ja gerade was gelesen. Ja, von daher. Doch, hier sind so viele Sachen drin. Aber, ach, guck mal da. Ein bisschen haben wir es. Gibt's dann doch noch. Ein bisschen Schrott gibt es dann doch noch. Mal kurz ausspannen. Nach dem, was wir gerade erlebt haben. So, wir sind wieder voll, glaube ich, oder? Wir können, glaube ich, nichts anderes mehr machen. Oder doch? Ach doch. Die Snacks haben uns nicht zu sehr geheilt. Aber wie gut, dass wir eins liegt. Haben wir uns wieder die Energie ein bisschen hochgeschoben. Das gefällt mir gut. So, jetzt können wir nochmal zur Werkbank gehen, glaube ich. Jetzt können wir nochmal zur Werkbank gehen. Gucken, ob man noch irgendwas machen kann. Das war sehr cool, ne? Also ich, die Map-Designer waren echt genial. Die waren echt. Die haben die Welt hier echt sehr gut zusammengebaut. So 51. Uff. Wo haben wir am meisten Schuss? Weil wir brauchen gleich ein bisschen Munition. Also ein bisschen ordentlich Schuss, ohne nachzuladen. Mal kurz gucken. Die andere ist besser hier, ne? Dann machen wir die lieber mal. Weil ich glaube, die brauchen wir gleich. Die brauchen wir gleich, weil es geht ja noch weiter hier mit uns. Na komm, machen wir hier mal Stabilität. Ich würde dir uns gleich ein bisschen helfen. Noch sind wir nicht durch hier. Noch sind wir nicht durch. So. Schön sieht es aus, ne? Richtig schön sieht es aus. So. Müssen wir ein bisschen Werkzeug nachsammeln. Wir nehmen ja alles mit, was wir finden können. So, nochmal danke für die Hilfe, ne? Du hättest mir gerade ein bisschen mehr helfen können. Auch wenn du dich über deine Schwester gekümmert hast, aber die war schon gerade eigentlich in der Verfassung, mal kurz allein gelassen zu werden. Naja, er kennt uns ja noch nicht so wirklich. Er kennt uns ja noch nicht so wirklich. Ach, noch mehr. Aha. Keine Abtrennung. Wenn hier jetzt einer auf Klo muss, dann macht er diese Tür direkt zu und versperrt direkt die andere Möglichkeit, auch nochmal zum Klo zu gehen. Hier ist keine Kabine drumherum. Das heißt, wenn einer hier auf Klo ist, macht er hier einmal dicht. Und dann ist auch das Stehpissoir besetzt. Oder umgekehrt. Ja, der ganze Raum wird dann mit Waschbecken auch mit Gasen umhüllt. Ja, ist, naja, egal. So. Alles gut. Ah ja, ihr geht's nicht gut. Ihr geht's nicht gut. Na, Munition finden wir unendlich. Ich würde alles mitnehmen an Munition. Ich möchte ja überall Kugeln reinstopfen. Ich würde doch keine Kugeln da lassen. Das ist ein riesengroßer Fehler, was die Spiele so haben. Ne? Wenn man voll ist, lässt man Kugeln liegen. Das ist der größte Bullshit überhaupt. Normalerweise würde man alles überall reinstopfen. Kugeln sind so wertvoll. Boah, guck mal hier. Boah.
Aber auch ein kleines Stück kann Assi sein. Und Assi werden. Natürlich. Bleib hinter mir. Komm da nicht hoch. Hab ihn. Oh, treff doch mal! Ich wollte gerade schießen. Der beste Schütze der Welt. Der beste Schütze der Welt. Ich wollte gerade schießen, aber ich konnte irgendwie nicht. Ah, war nur ein Schuss. Naja. Ich lerne noch. Lauf! Okay, sie ist langsam, die Waffe. Die ist sehr langsam, aber dafür ist sie auch ordentlich kraftvoll. Damit sie auch morgen noch kraftvoll zuschlagen können. Immer erst umgucken. Darf ich bitte hier durch? Mann, ey. Bollef. Meine Güte. Okay. Eine hier. Kann man vielleicht hier ein bisschen... Je mehr wir davon ausschalten von hier oben, desto besser. Oh Mann, schalt einfach im Arsch. So. Je mehr wir von hier oben ausschalten können, desto besser. Es geht aber weiter. Es geht schon wieder los. Was jetzt? Ich glaube, wir müssen hier lang. Du glaubst es? Du musst da nicht mitkommen. Willst du, dass ich euch beide hier allein lasse? Lasst uns einfach verschwinden. Kommt man da hinten rein? Ja, kommt man. Warte mal, laufen war. So, ne? Okay. Jeder Sprung muss sitzen. Ich glaube, die Stange ist besser, oder? Ja. Die ist auch nur noch mit einem Schlag versehen. Komm ich da... Also, okay. Sorry. Ich dachte, ich komme vielleicht rüber. Okay. Jetzt, wo es gerade ruhig ist. Mal ein bisschen umgucken. Guck doch da rein, Mensch. Guck in die Schränke, Mensch. Okay, hier ist noch ein Snack für später. Ah, das geht schon wieder los hier. Bald. Es geht bald wieder los. Das
darf ja wohl nicht wahr sein. Aber es geht erst los, wenn wir die da hoch befördert haben. Noch haben wir Ruhe hier. Noch haben wir Ruhe. Wir könnten natürlich jetzt hier schon ein bisschen. Wir könnten natürlich hier schon mal ein bisschen. Warte mal, wir haben nur die, ne? Ja, wir haben. Oh, warum haben wir nicht Eddies? Oh, nee, warum haben wir denn hier nicht Eddies? Wie heißt es noch? Die Bewegungsbomben. Wir haben nur die. Die Wurfdinger. Das ist blöd. Das ist blöd. Naja, wir werden irgendwie gucken, ob wir irgendwie durchkommen. Alter Krankenwagen. Ja, es wird spannend jetzt gleich. Jetzt werden wir uns hier irgendwie durchboxen müssen. Immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Irgendwie. Der ist schon kaputt. Da kann nichts mehr viel passieren. Der ist schon kaputt. Treff doch mal! Der beste Schütze der Welt. Oh Junge. Der beste Schütze der Welt. Junge, komm bald wieder. Bald wieder. Nach Haus. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mein Gott, beeilt euch doch mal. Ich möchte doch nur unbedingt hier raus. Komm schon, Bella. Ah, das noch. Oh, Alter. Wir können die Munition auch mal benutzen. Wir können die Munition auch mal benutzen. Das geht. Wir können die Munition auch mal benutzen. Alter. Nimm die Schuss. Nimm die Schuss. Danke. Alter. Machst du mal irgendwas jetzt? Jetzt mach was. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh fuck it. Eigentlich noch irgendwo einen Snack. Au, ab! Au, ab! Au, ab! Mann! Wo ist der Weg, Mensch? Ich habe den Weg nicht mehr gesehen. Boah, fick doch die Hölle, ey. Ich habe den Weg nicht mehr gesehen. Ich war orientierungslos. Oh, fuck it, ey. Oh nein, nicht so wie alles von neu. Oh, nee, du, ey. Ich kann nicht mehr.
Ah, da kommt noch einer von der. Von der Sorte. Waffe. Der hat einen ordentlichen Bums. Alter, Alter! Du Blöde! Fahr! Ich dachte, da wäre eine Munition gewesen. War nicht so. Es bleibt doch nicht hängen, Mensch! Du blöde Kuh, ey! Du blöde Kuh, bleib doch nicht hängen! Oh Mann, ey! Diese blöde Kuh. Quaste. Lecco mio della Quaste. Alter. Oh Mann. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Der beste Gamer der Welt. Muss ich gut festhalten. Der beste Gamer der Welt. Sorgt für viel Action. Sorgt für viel Action. Mein Arm! Ah ja. Konzentrier dich aufs Atmen. Ein und aus. Schön gleichmäßig. Ein und aus. So, ein bisschen Munition verschwendet. Aber gut, wir haben sie benutzt, um zu leben. Dafür benutzt man Munition. Dafür benutzt man hier auch Munition, um zu überleben. Warum soll man die immer nur. Warum soll man die Munition immer nur mitnehmen? Einfach nur so rumschleppen. Wir können sie auch nutzen. Ne? Das ist einfach so. Geht die auf? Nein. Da ist das Riesenrad, aber es ist noch zu weit weg. Gehen wir rein, bevor uns jemand sieht. Ach so. Jemand oder etwas sieht. Oh ja, wie gemütlich. Hilf mir bitte mal. Muss nur gerichtet werden. Okay. Weißt du, wie das geht? Schneid es in Streifen. Leg dich hin. Ich werde ihn jetzt bewegen, okay? Okay. Bereit?
Wie heißt du? Abby. Danke fürs Abschneiden. In dieser Gegend ist einiges los. Auch wenn es hier schlecht geht, sollte dir besser morgen verschwunden sein. Wir kommen klar. Wow. Oh, meine Güte. Ist immer noch ein bisschen hier. Oh. Ja, aber erstmal ein bisschen durchatmen. Meine Güte. Holla, die Waldfee. Holla, die Waldfee. Da kommen wir nicht durch. Schade. Da können sehr wichtige Dinge drin sein, aber wir dürfen hier nicht rein. Na gut, verlassen wir den Ort. So viel ich kann. Besser ist es. Warte mal, kannst du vielleicht nochmal... Genau, wenn es hier umsonst rumliegt. Ganz ehrlich, dann... Wer bin ich denn, der ich das nicht benutze? So, oh Gott, wir haben ein bisschen Munition verbraucht. Aber wir ein bisschen Munition hinzubekommen. Und da wir wunderbar sammeln, können wir auch ein bisschen was wieder erneut herstellen. Was auch sehr cool ist. Wir sammeln ja alles. Wenn es irgendwie geht. So. Ach ja, wie schön, dass hier ein Snack rumliegt. Aber der liegt vielleicht auch später noch hier. Der liegt vielleicht auch später noch hier. Eine Werkbank. Aber wir haben kaum was zum Machen. Wir sammeln noch ein bisschen. Müssen noch ein bisschen sammeln. Aber hier liegt noch ein bisschen Schrott rum. Und Munition, das ist auch wunderbar. Ah, herrlich. Ah, wir können sogar hier oben noch was machen. 48. Wir brauchen aber noch genau zwei Pillen. Wir brauchen noch genau zwei Pillen. Dann haben wir verbesserte Gesundheit. Das wird mal ganz gut. Und wir finden hier Pillen. Wunderbar. Oder? Das waren keine Pillen, das waren Nägel. Schade. Schade, schade. Oh, was haben wir denn da? Oh. Treffer. Und jetzt haben wir die Waffen sofort im Griff. Das Gewehrholz da. Sehr schön. Na gut, mal ganz kurz gucken, was haben wir jetzt an Schrott noch dazu bekommen? Können wir noch irgendwas machen? Nee. Doch, warte. Hier vielleicht nochmal ganz kurz.
Nachladegeschwindigkeit auch nicht verkehrt. Dann machen wir das mal kurz. Eine Schrotflinte, die man schneller nachladen kann, ist einfach Gold wert auch. Nichts ist furchtbarer als eine langsame Nachladegeschwindigkeit. Also deshalb nutzen wir mal kurz den Schrott, weil wir werden noch das ein oder andere erleben. Vielleicht auch noch das ein oder andere beschießen. Deswegen macht das Sinn, wenn wir das mal dafür opfern. Nein, nein, nein. Du musst da hoch. Und zwar hier. Oh, hallo. Munition gibt es auch noch. Oh nein. Oh nein. Boah, wir lassen sie, glaube ich, ne? Wir sind nur Klicker-Infizierte. Ich glaube, die können wir. Ach, ach, das ist nochmal Stalker gewesen. Auch das noch. Ach, fick dich doch. Mann, pardon. Alter. War sehr schlau von mir. War sehr schlau von mir. Komm, töte mich, töte mich, töte mich. Da können wir auch schleichen durch. Komm, töte mich, töte mich. Töte mich, töte mich. Schlag mich, du Sau. Oh. Das geht auch anders. Das geht auch anders. Einer weniger von der Sorte. Oh, Junge. Wieso habt ihr mich jetzt gesehen, der Wichser? Mann, ey. Fick dich. Scheißegal. Ich muss mich mit denen nicht rumärgern. Oha! Was war das denn? Huch! Oh, das war gescriptet. Immerhin, wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Irgendwie. Und jetzt? Und jetzt? Naja, besser als... Ja. Die Komplizierten. Ich möchte da nicht stören. Deren Party nicht stören. Ich möchte deren Party nicht stören. Wir kommen ja wieder zurück, aber dann sind da keine Infizierten mehr da. So, wir sind voll, ne? Ja, wir sind voll. Du kannst einfach schwimmen, dann bist du schon da.
Sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool. Da komme ich nicht rein, oder? Da ist gar nichts drin. Nein. Okay. So, die Strömung ist heftig, okay, aber wir können natürlich auch hier lang. Denn hier ist natürlich eine Washington Transit Authority Fähre. Eine WTA-Fähre. Hallo. Well, ich lege mich jetzt hin. Trotz der ganzen Aufregung vorhin macht mich diese Grippe total schlapp. Bitte lass mich ein paar Stunden schlafen. Vielleicht werde ich sie dann wieder los. Unser kleines Bienchen habe ich auch schon ins Bett gebracht. Ich glaube, die ganze Brutalität hat sie ziemlich mit erschüttert. Sie hat gefragt, Mama, warum habt ihr diese Leute geschubst? Ich habe gesagt, dass wir nur so an Bord kommen konnten. Sie hat genickt, aber ich glaube nicht, dass sie das alles versteht. Vielleicht hätte ich ihr was anderes sagen sollen, ich weiß es nicht. Naja, wenn sie vor mir aufwacht, lies mit ihr ein paar von ihren Büchern. Das scheint sie zu beruhigen. Hoffentlich konntest du das Rationsproblem lösen. Ich liebe dich, Quinn. Endlich mal wieder ein paar Informationen von vor dem oder vom Ausbruch. Da hat man viel zu wenig im Spiel hier. Viel zu wenig Informationen von vor dem Ausbruch. Das gab es im ersten Teil mehr. Hier haben wir eher so, wenn man Briefe findet, zeitnahe Briefe, also mehr oder weniger. Ich möchte gerne viel mehr Informationen von früher. So Geschichten. Finde ich persönlich viel geiler. Bin sehr neugierig. Und die liegen echt schon ein bisschen länger hier. Die liegen echt schon ein bisschen länger hier. Das ist laut. Das wird laut. Oh, hallo. Okay. Deswegen auch das Armbrusttraining vorhin in der Vergangenheit. Hast du die alle getötet? Wow. Geiles Teil. Ruhiges, geiles Teil. Wow. Das ist die beste Waffe bis jetzt. Hey. Können wir wieder welche herstellen, scheinbar? Wir können nur Pillen herstellen. Ah, Gott sei Dank. Ja, schön. Aber hier können wir sie herstellen, ne? Brandpatronen. Brandpatronen anfertigen. Na komm. Was soll's? Was soll der Geiz? Was soll's? Und noch mehr Pillen. Dr. Panikpille wird sich freuen. Oh, die Armbrust ist echt super. Cool Armbrust.
Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Frag doch mal Quinn. Sie wird uns sagen, wohin. Oh, aber erstmal hier. Was übersehen, das mitnehmen. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Dank für Ihre Hilfe mit dem infizierten Passagier. Wir können von Glück reden, dass wir jemanden mit Ihrer Ausbildung und Ihrem Mut an Bord haben. Meine Mannschaftskameraden sind nutzlos. Und ich hatte nichts davon, dass der Kapitän weiter die Waffen wegschließt. Ich halte nichts davon. Wir können doch nicht einfach ignorieren, dass sich an Bord dieser Fähre infizierte Passagiere befinden. Der Waffenraum ist auf dem obersten Achterdeck. Die Kombination ist 907701. Ihre Armbrust ist dort. Ich vertraue Ihnen in dieser Sache. 907701. Eine weitere Safe. Wir müssen zurück, ne? Wir müssen, glaube ich, da. Der Weg ging noch da hinten noch weiter, glaube ich. Ja, genau, es geht nach oben. Es geht nach oben. Was, das ist auch eine richtig coole Location hier. Die Fähre ist auch richtig cool. Wow, ist die geil. Ist die cool. Richtig cooles Teil. Natürlich. Klicker natürlich. Und Pillen. Und einmal Erste Hilfe. Bauen wir mal ganz kurz auf, für den Fall der Fälle. Da weiß er nie. Wow. Selbst das hilft gegen Klicker sehr gut. Mega geiles Teil. Wir können sogar das Glück haben, dass wir die nochmal zurückbekommen. Richtig cool. Boah, ich mag diese Location. Also die Fähre, das Schiff hier ist echt eine der besten Locations hier. Die macht richtig Spaß. Ah, oh, läuft er weg. Da läuft er weg. Da ist noch ein bisschen Pille. Da hätten wir unser erste Hilfe-Set gerade echt verplempert. So. Tja, eine Fähre vom Tag des Ausbruchs. Scheiße. Fuck it. Besser zielen, du musst. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Mann, ey. Komm schon. Na gut. Dann halt so. Na komm. Ja. Na dann brauchen wir das erste Hilfe-Set ja doch. Na dann brauchen wir das erste Hilfe-Set ja doch. Wie schön. Naja. Ein bisschen Action muss sein. Wo war es noch? War es nicht hier? War es nicht hier irgendwo? Da ist es doch. Sag ich doch. Und gleiches Folgenprojekt. Noch 3 Minuten, dann endet die Aufnahme. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Moment jetzt hier gerade. Zu stoppen.
Wir sind, glaube ich, gerade ganz gut. Gute Stelle. Bereinigt haben wir hier auch ein bisschen. Oh, eine Münze. West Virginia. Gut, dass wir das noch mit in die Folge mit reinnehmen können. Gefällt mir gut. Boah, ich mag dieses Schiff. Ich mag diese Location. So, jetzt kommen wir hier raus. Ja, ich sag mal schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gerne mal Kommentare schreiben. Wie es fandet, bitte nett bleiben. Ihr wisst ja, wie ich bin. Der schlechteste Gamer der Welt. In der nächsten Folge geht es dann hier raus. Also wir gehen jetzt schon mal hier raus. Gucken schon mal das Ziel vor Augen vielleicht an. Mir unser Ziel vor Augen sehen, was ganz nah dran ist. Aber noch sind wir hier auf dem Schiff. Ja, nächste Folge ist genau hier weiter. Hoffe ich. Oder erstmal gehen wir nach oben. Ja, cool Location. Und nächste Folge geht es dann hier genau weiter. Mit Abby. Viel erlebt in der Folge. Viel durchgemacht. Aber jetzt einmal kurz durchatmen. Nächste Folge geht's weiter. Gerne mal einen Daumen da lassen und gerne mal ein paar nette Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen. Das war ein weiterer Folge von The Last of Us Part 2, die Remaster-Version für PS5. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, bis nächstes Mal, dann geht's weiter mit diesem genialen Spiel auf meinem Kanal. Macht's gut, bis dann.